Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute kommt endlich das Video zu meiner Mottowoche und ich bin schon richtig gespannt. Heute ist der erste Tag der Mottowoche und wir haben heute das Motto Casino Royale. Deswegen halt auch dieses Kleid, zeige ich das gleich noch ein bisschen im Detail. Und wir haben dann heute auch erstmal unsere Abi-Zulassung, also müssen alle in die Aula und bekommen dann halt die Zulassung und noch ein bisschen Belehrung zum Abi. Ich habe mir schon andere Mottowochen-Videos angeschaut und die meisten Mädels haben dann halt auch in der Schule so gefilmt. Das werde ich leider nicht machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das einige von meinem Jahrgang halt nicht wollen und ich will dann halt auch nicht, dass die dann ankommen, ja, hier, lösch das Video mal, ich möchte nicht auf deinem YouTube-Kanal sein oder so. Deswegen werdet ihr es leider nicht sehen, aber ihr seht ja immer, was ich anhabe und ich werde euch auch bei manchen Mottos dann auch so zeigen, wie ich mich halt fertig mache. Zum Beispiel beim Motto-Tag Geschlechtertausch. Weil ganz viele von euch hatten ja bei den Videoarten von Schülern gefragt, wie ich diesen Bart hinbekomme und das zeige ich euch dann mal. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal mein Outfit. Also ich trage jetzt erstmal ein Etui-Kleid von meiner Mutter, weil ich selber so eins nicht besitze. Aber ich dachte, das ist ganz angemessen für diesen Anlass. Das hat unten noch so ein silbernes Muster. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich darstellen soll. Muscheln oder so. Dazu noch eine schwarze Strumpfhose und meine Lieblingspumps. Die habe ich schon seit der Tanzstunde und die sind echt bequem für Absatzschuhe. Und dazu habe ich einfach noch einen Blazer getragen, weil es vielleicht sonst ein bisschen zu kalt gewesen wäre. Und ja. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Chelsea. Einige von euch kennen mich bestimmt noch. Auf jeden Fall gehe ich heute mal wieder in die Schule. Ich war schon vor lange nicht mehr. Aber ich dachte mir so, heute ist mal so der perfekte Tag dafür. Und ich habe mir für diesen besonderen Tag so mega das geile Make-up aufgelegt. Also so voll geil, hier mit Contouring und so blau und Lidschatten und so Lippenstift, so pink. Und dann habe ich dieses geile Cappy hier, das ist ja von Nike, das ist voll Luxus, habe ich mir voll gegönnt. Weil wisst ihr, bei uns der Schuldirektor, der merkt das nämlich gar nicht, wenn man Mützen in der Schule aufhat. Und ich dachte mir so, das ist mal so voll die Provokation, wenn man hier auch mal eine Mütze aufhat. So, also hier, das ist mein Outfit. Also ich trage erstmal so neongelbes Oberteil und ein bisschen gelb. Und so pink hier, das ist voll so frühlingshaft. Und dann machen wir weiter runter jetzt hier, dass die anderen das auch mal noch sehen, ja. Noch Stück. Ja, okay, gut. Das Nanostück, dass man ein Booty noch ein bisschen drauf kriegt, okay. Ja, gut, stopp. Also das ist hier erstmal so eine Hose, die ist so voll geil, weil die hat so voll geil Risse hier. Und dann habe ich auch noch so voll cool so einen pinken Gürtel hier drin gemacht. Das ist alles so pink, passt voll gut. Machen wir noch ein Stück weiter. Ja, sehr gut, noch ein Stück. Noch ein Stück hier meine geile Strumpfhose noch mit drauf. Die ist nämlich so voll cool gerissen, so voll der Destroyed-Look, ja. Und dann hier noch meine geilen Schuhe hier. Ich komme mal ein bisschen hier so. Und dann habe ich hier noch meine coolen Schuhe, die haben auch so voll die geile pinke Sohle. Da habe ich halt hier 1, 2, 3, 4-mal pink, ne, 5-mal pink, auch noch mit Gürtel. Pink ist meine Lieblingsfarbe und auf jeden Fall sehen die so voll sportlich aus. Da denken nämlich die Leute, ich mache Sport. Mache ich aber nicht, aber das macht ja nichts. Und auf jeden Fall ziehe ich das heute an, ja. Am Mittwoch war das Motto Kindheitshelden und da habe ich Kim Possible gemacht, weil ich die früher total geliebt habe. Und davon hatte ich auch noch die meisten Klamotten zu Hause, also die Handschuhe und das Top. Und die Hose habe ich mir über Kleiderkreisel für 3 Euro bestellt und das ist halt echt voll okay für den einen Tag. Ja. Am Donnerstag hatten wir das Motto Geschlechtertausch und ganz viele von euch hatten ja schon in meinem Arten von Schülern Video gefragt, wie ich denn diesen Bart hinbekommen habe und deswegen zeige ich euch jetzt mal meine Female-to-Male-Transformation. Also ich habe erstmal angefangen, mein Gesicht ziemlich krass zu konturieren, um einfach so dieses Kantige hervorzubringen, was halt Männergesichter normalerweise so ausmacht. Also auch meine Stirn richtig hart konturiert, also auch mit dunkleren Farben und dann nicht nur die Wangenknochen, sondern richtig bis runter zum Kinn sozusagen. So eine einheitliche Konturlinie, ich weiß nicht, ob ihr das so richtig erkennen könnt. Und dann habe ich mir auch noch so eine Kinnspalte, heißt das so, ins Kinn gemalt, also so ein klassisches Til Schweiger-Kinn halt. Und auch meine Nase noch ziemlich hart konturiert, sodass es halt alles ein bisschen mehr so jungenhaft, männerhaft aussieht. Dann habe ich meine Augenbrauen ziemlich buschig nachgemalt und zwar habe ich dann wieder meinen Augenbrauenpinsel dafür in mein Fixing Spray getunkt, sodass man halt die Haare präziser malen kann und dass das nicht so... ja, wie so ein Klecks, wie so ein Farbklecks einfach nur aussieht an der Stelle, sondern dass es richtig wie Haare aussieht und habe halt versucht, so möglichst über die Augenbraue hinweg halt diese kleinen Härchen zu zeichnen, also auch so vorne so eine halbe Monobraue dorthin gemacht und dann halt auch die Augenbraue an sich ein bisschen dicker und dunkler. Hier habe ich mir dann einen Fake-Adamsapfel gemalt, also mit meinem Bronzer und dann auch mit dunklerem Lidschatten einfach so versucht, an der Stelle halt ja, so eine Beule anzudeuten. Und dann halt auch noch, wie gesagt, mit Lidschatten und einem Blending-Pinsel. Und ich finde, von Weitem sieht es sogar so aus, aber wenn man halt sich zur Seite dreht, sieht man natürlich, dass da halt keine Beule ist. Also kein Adamsapfel. Naja, genau. Und das verblende ich dann noch schön, sodass es möglichst realistisch aussieht. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, die wahrscheinlich allermeisten interessiert hat, und zwar der Bart. Ich habe dazu einen Puderpinsel richtig nass gemacht, dann ausgewrungen, also das Wasser halt rausgedrückt und dann in einen braunen Lidschatten getunkt und dann halt einfach so diese Barthaare da aufgetupft.
Also das geht eigentlich relativ schnell, dadurch, dass man ja damit ziemlich großflächig arbeiten kann. Und natürlich dürfte da den Hals nicht vergessen, das hat man ja normalerweise als Mann auch Bart. Hier habe ich dann meinen Oberlippenbart aufgetupft, aber irgendwie hat das mit diesem großen Pinsel nicht so gut funktioniert. Deswegen bin ich dann auf meinen Augenbrauenpinsel umgestiegen. Und was ich jetzt hier nicht abgefilmt habe, aber was ihr unbedingt beachten müsst, ist Koteletten. Also dort, wo halt die Haare in den Bart übergehen, muss das Ganze ein bisschen dunkler sein. Das habe ich dann später noch hinzugefügt, aber irgendwie vergessen zu filmen. Das ist ganz wichtig, weil sonst sieht es irgendwie komisch aus mit dem Bart. Ja, auf jeden Fall zeichne ich hier noch ein paar einzelne Haare ein. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Dann habe ich noch mit Concealer meine Lippen so ein bisschen weniger rosa-rötlich gemacht. Und dann auch noch mit Lidschatten so ein bisschen mehr so in dieser... Ich weiß nicht, wie ich die Farbe so beschreiben soll. Dieses lilane, lila-bräunliche Mauve. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halt weniger pink, weil Männer haben meistens nicht ganz so pinke Lippen wie Frauen, habe ich das Gefühl. Oder zumindest sieht es dann einfach besser aus. Ja, und das war dann mein Outfit. Hier habe ich es echt gefühlt mit dem Zahnstocher dann noch. Und ich habe einfach ein Flanellhemd angezogen und eine schwarze Jeans. Ja, genau. Am Freitag hatten wir das Motto Celebrity und ich war Ariana Grande. Ich weiß nicht, ob man es so richtig erkennt, aber ich habe versucht, halt diesen hohen Zopf nachzumachen und diese weißen Kleider hat die ja auch meistens an. Ich fand es ein bisschen schwierig darzustellen, weil, naja, ich weiß nicht, Celebrities kann man halt, also die halt nicht so ein richtig krasses Erkennungsmerkmal haben, kann man halt nicht so gut nachstellen, aber ich denke mal, es ist mir relativ gut gelungen. So, heute ist unser letzter Mottotag gewesen. Ich bin gerade aus der Schule zurückgekommen. Das ist halt einfach offiziell mein allerletzter Schultag. Also danach kommen halt auch noch die Prüfungen. Dazu muss ich natürlich auch noch in die Schule. Aber mein letzter Tag, wo ich halt Unterricht hatte. Und unsere Tutorin hat uns heute so ein mega süßes Geschenk noch auf den Weg gegeben. Also für das Abitur. Also es sind ein paar Süßigkeiten drin. Das fand ich halt mega cute. Ich hoffe, der kleine Einblick in meine Mottowoche hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!